Herzlich willkommen zu der dritten Ausgabe von Books News, einem Monatsmagazin von der Werdenberger Zentrumsgemeinde. Und das sind unsere Februar-Themen. Eingeweiht. Bushaltestelle Arcadia beim Schulhaus Flöss ist gestopft worden. Ausgeläutet. Das Refis ist 2011 mit viel Engagement verabschiedet worden. Und gesalzen. Wenn es schneit und gefriert, gibt es für den Werkhof viel zu tun. Sibirische Verhältnisse auch hier bei uns zu Buchs. Kältewelle. In Europa Ende Januar, die hatte uns fest im Griff gehabt. Minustemperaturen, Schnee und schwierige Verhältnisse auf der Strasse. Damit es möglichst gut vorwärts geht, sind tagtäglich Mitarbeitende vom Werkhof im Einsatz. Wir sind einmal mitgegangen, go salzen. Ein Geiferli Schnee, 4 Grad minus, schwierige Verhältnisse zum Strassen so zu präparieren, damit man alle Ansprüche zufriedenstellen kann, die von den Fußgängern, von den Velofahrern, von den Autofahrern. Wir sind mit dem Urs Wohlwend auf Tour gegangen. Im Sommer schaut er den Gartenanlagen. Im Winter ist er einer von 13, die für gute Strassenverhältnisse schauen. Zuerst füllt er sein Fahrzeug mit 700 Kilo Salz und dann geht's los. Jetzt musst du alle wieder ein bisschen schauen, oder? Das ist ein bisschen wegen der Dosierung. Nein, ja, konstant, auf 10 Gramm. Ja. Das ist etwa so ideal. Wenn es eine größere Schicht hat, kann man sicher ein bisschen höher schalten. Aber 10 Gramm ist... Wie schnell fährst du jetzt? Mit 40, etwa. 40 Stundenkilometer. Wenn du auf einer Strecke kannst du abspulen, mit dem so voll nachher? Also, ich würde sagen, praktisch das ganze Dorf. Ja. Kann ich es abfahren. Ich will die Top-Züge sicher einmal. Und nachher, wenn die Kleinen nebendran sind, muss sie sicher noch mal nachfüllen. Aber eben, jetzt ist eine heikle Situation, gell? Jetzt ist ganz heikel. Wir haben noch nicht geschaut. Schnee ist gerade etwa die Höhe, wo man jetzt noch sicher salzen kann. Wenn es zu hoch ist, sollte man zuerst sicher fliegen und dann salzen. Und jetzt bist du am Salzen, oder? Und dann nachher gefriert es ein bisschen und dann nachher ist es gleich schlüpferig. Dann sagen alle Leute, wenn sie alt sind, die auch können. Ja, das hören wir natürlich auch immer wieder. Aber dann muss man halt sicher wieder kontrollieren. Wir sind ja immer auf der Straße. Und dann wird halt nochmal gesalzen, wie so gut es geht. Und dann irgendwann muss man halt sagen, jetzt müssen wir halt auf die Warte. Und dann tut man halt wieder später mal salzen. Dann die Geduld müssen wir halt umbringen und sagen, jetzt warten wir einen Moment. Und dann geht man wieder, wenn es die Temperatur zulässt. Weil so tiefe Temperaturen bringt es manchmal auch nicht mehr viel. Das macht man mehr, eben, wo nicht so gut ist. Man merkt, da ist ein Routinier am Werk. Er kennt Routen aus dem FF. Zuerst fährt er ins Zentrum, macht die Buslinie frei, weil die fahren am Morgen ab 6 Uhr. Am Morgen um 4 Uhr fangen sie darum an mit Flügen. Zuerst muss der Weg frei gemacht werden, wenn es Schnee hat, erzählt der Urs Wohlwend. Um 5 Uhr wird dann gesalzen, wenn es nötig ist. 4 Meter breit wirft der Salz wohldosiert aus. Alles kommt dran, auch die Trottoir. Und neu ist die Haltebuchs. Auch die Baustelle muss sichergestellt werden und der Zugang zu den neuen Wohnungen. Und er schaut immer, wie es gewirkt hat. Salz. Da ist er zufrieden. Trotz 4 Grad minus ist die Strasse schon nach kurzer Zeit fast obers. Salz also hat ganz gut gewirkt, das hat ihn selber fast ein bisschen erstaunt. Und dann sind die 700 Kilo Salz verbraucht und er fährt zurück in den Werkhof. Aber schon bald ist er dann wieder auf dem Weg und schaut, wie die Strassen sind. Immer wieder macht er seine Tour. Das gibt einen langen Tag bei Wettersituationen, wie wir es in den letzten 2 Wochen hatten. Das kalte Wetter hat auch seine Reize. Wir haben von Grabs oben abend auf Buchs geschaut, um zu zeigen, wie schön dass wir es bei uns in der Region haben. Und wenn wir hier jetzt ein bisschen rechts um die Kurve schauen, so sehen wir dann die Werkhofmitarbeiter zu Buchs, dass sie eben nicht nur auf den Maschinen hocken können, sondern auch auf diesen Eisen ganz gewandt sind. Wenn das Eis nämlich dick genug ist, wenn es also etwa 12 cm hat, dann wird der See freigegeben. Die Werkhofmitarbeiter haben das Areal sicher abgesperrt und fahren gerade selber mit, um zu zeigen, dass eben alles sicher ist. Und wir haben sie gerade in den ersten Minuten rein zufällig verwünscht und sind hier dabei gewesen. Nach langem Zureden haben wir einander den Werkhof-Chef, der Beat Czerny, aufs Eis bringen. Gut, sicher wisst ihr jetzt, der Werdenberger See hat Eis und vielleicht, wenn ihr einen Beitrag seht, dann könnt ihr selber mal schauen und fahrt selber mit oder schaut zu, es lohnt sich.
Traditionell wird das Refis das Jahr mit dem Altjahrausschälen vom Einwohnerverein Buchs Refis verabschiedet. Der grosse Aufmarsch trotz schlechtem Wetter hat gezeigt, dass der Zusammenhalt des Refis stark ist. Wir sind mit wasserdichter Kamera mitmarschiert. Der Einwohnerverein Refis Burgrau hat eingeladen und da zeigt sich bei diesem Jahresschluss, was für einen grossen Zusammenhalt die Fraktion Buchs Süd hat. Zugegeben, wir können mit dem Beitrag ja wie die alte Fasnacht hinein an. Aber ich bin sicher, dass wenn ihr das daheim schaut, euch manchmal durch den Kopf geht, wo ihr bei dem Jahresschluss noch daran gedacht habt. Sind alle eure Wünsche und Vorsätze in Erfüllung gegangen? Habt ihr es vergessen? Oder habt ihr davon abgelassen? Oder wie steht es da damit? Der Reinhard May singt ja 71,5. Was ist aus all dem geworden, was ich mir am Neujahrsmorgen ganz fest vorgenommen habe? Also, ich denke mir, das gibt sicher auch noch fürs 2012. Und vielleicht denkt ihr gerade jetzt, wo ihr die vielen Refiser und Burgerauer durch den Regen durchmarschieren seht, wieder mal dran, was ihr euch alles vorgenommen habt. Vor ein bisschen mehr als einem Monat. Ich überlasse euch jetzt diesen Eindruck und euch selber und denkt immer dran, alles, was man sich vornimmt, klappt meistens eben nur dann, wenn man auch nach dem Silvester immer wieder mal dran denkt. Wir müssen mal ein wenig pflegen. Während der Sportferien führt der Skiclub Buchs, wenn es Schnee hat, einen wöchigen Skikurs im Buchser Malbun durch. Schnee hat es dieses Jahr natürlich genug gehabt und über 100 Kinder sind bei eisigen Temperaturen und nebligen Verhältnissen am Buchser Berg unterwegs gewesen. Der krönende Abschluss ist natürlich, wie immer, Skirennen. Jetzt hier vorne lasse ich einfach Kinder einsteigen und ich nicht kassieren, gar nichts, weißt. Da geht alles über die Rechnung vom Skiclub. Das ist im Pauschalpreis, ist die Anfahrt dabei. So, grüezi miteinander. Hoi miteinander. Dann mal schnell hören. Stöcke dürfen ihr mitnehmen, müssen aber schön bei euch behalten. Darfst du das weiterverzählen? Oder niemandem sagen? Weiterverzählen. Und Ski tun wir hinten rein. Hoi miteinander. Und jetzt müssen wir zuerst mal ein bisschen Eis füllen. Das ist wegen dem Platz. Es braucht ein bisschen zu viel. Okay. Ja, da mache ich seit dem 85. 1985 habe ich angefangen, seit da mache ich es immer. Ja. Die, die im Kurs können einfach einsteigen. Ja, ist kein Problem, dann passiert nichts. Man sucht ein Nass durch und dann fällt da noch raus. Sie nehmen es oben direkt ab, die Skilehrer sind dann oben. Ja, das ist keine Sache. Ja, ist ja nicht. So, meine Lieben, heute Morgen sind ihr sicher gerne aufgestanden. Heute ist Skitag, der erste Tag der ganzen Woche, wo ihr geht, lernen Skifahren. Wo oben jetzt die Skilehrer bereits schon auf euch wartet und wir natürlich hoffen, dass wir eine schöne Woche haben können. Ich will euch recht herzlich Sally sagen. Ihr wisst, mein Name ist Ernst. Ernst Graf. Wenn ihr heisst, könnt ihr mir noch einen sagen. Ich hoffe, dass ihr euch gefreut habt. Wenn ja, macht mal einen Lärm und sagt ja oder nein. Ja! Jetzt hat es ein bisschen viel gebraucht, aber wir haben es gut gemacht.
Am früher. Ich fahre einfach am gleichen Ort, wo ich letztes Mal bin. Hallo. Hi. Ich würde sagen, Sie sollen dann grüßt sein. In einer Viertelstunde sind wir sicher da oben. He? Die, die Ski haben, können mitkommen. Alle nachher gehen, die Ski haben. Liebe Kinder, die Ski haben, kommen hier zur Terrasse. Hallo zusammen, willkommen im Buchsenberg. Guten Morgen zusammen, ich bin Doris, das ist Janin. Pascal, wir gehen. Wir haben rund 100 Kinder am Berg, wo wir die ganze Woche betreuen und das Skifahren beibringen. Das Highlight der Woche ist sicher das Kinderskikursrennen am Samstag, wo dann effektiv die Anfänger, die am Montag hier raufkommen und nicht Skifahren können, dann schlussendlich am Montag, Samstag das Rennen fahren. Nebel hier oder her, die Kinder hatten eine wahnsinnige Freude. Und der letzte Tag, der Samstag, war strahlend schön. Voraus ist der Ernst gefahren, hinten der Marco, wir wieder mit. Am letzten Tag, wo das Skirennen stattgefunden hat, gekocht worden ist unter Leitung von der Nadia Gundli. Das hat nur ein bisschen Organisationssache gebraucht und dann ist das gut gegangen. Also ein Haufen Zeug müssen aufbergen und dann so probenmäßig Löschung betrieben. Also, er hat schon ein bisschen Einsatz gebraucht, oder? Ja, das hat auf jeden Fall. Aber wir haben einfach morgen immer vorzu wieder frische Wärme genommen und haben hier für die Kinder jetzt Mittag hergezaubert. Plus noch ein paar Alacarte-Sachen, die wir im Angebot hatten. Und das ist tipptopp gegangen den ganzen Tag und die ganze Woche. Hopp, hopp, hopp! Vorbildlich, hä? Mittlerweile ist das Fernsehen noch eingetroffen. Hopp, 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 hopp! Alle Snowboarder sind hier recht im Einsatz. Jawohl! Nochmal einen Applaus! Gust, was bist du jetzt da? Von Alt oder der Grossvater? Ich bin als Grossvater da. Als Fußgänger. Und als Klatscher dann. Und jetzt siehst du dort, das ist auch nicht für uns. Das ist nicht mein Grosskind. Treue wird schon filmen. Weiter geht's. Hopp, hopp! Oh, hinten kommt der Eck! Und dahinter sieht man schon die Startnummer 13, der Alessio Gemma. Alessio, hopp, Alessio! Arcadia heisst die neue Haltestelle beim Schulhaus Flöss. Entstanden ist sie als Resultat von einem Bauwettbewerb, den der Verein Südkultur lanciert hat. Gesucht worden sind bei dem neue Ideen für kleine Architektur im öffentlichen Raum. 40 Projektingaben sind aus der Schweiz und aus ganz Europa eingegangen. Ausgewählt worden ist der Entwurf Arcadia vom Zürcher Atelier Barau Hutter.
im Dezember 2011 aufgestellt, polarisiert die Neuflöser Haltestelle. Eingeweiht worden ist sie Anfang Februar bei eisigen Temperaturen und hitzigen Gesprächen. Das ist die Bushaltestelle Arcadia. Sie setzt Akzent, polarisiert und provoziert und das mit einem Namen, der in der ganzen Welt beheimatet ist. Arcadia gibt es als Hotel, als Schönheitsklinik, ist ein Name, wo sich Blumengeschäfte, Segelreiseanbieter, Immobiliengesellschaften geben. Kurzum ist im wahrsten Sinn vom Wort ein Allerweltsname. Also eigentlich nichts Spezielles, oder eben doch? Für Bookshow, das Books sorgt die Arcadia für einen Dialog. Und das auch bei der Einweihung. Ich begrüße Sie alle recht herzlich heute hier im Südmodul Arcadia in Buchs, im Namen von Südkultur. Heute stehen wir hier, weil eben einer von diesen Leitsätzen von Südkultur ist, Baukultur entwickeln. Nein, mir dünkt das Ganze eine Fehlkonstruktion. Weil irgendwie, es schützt gar nicht, oder? Ich meine, das, was wir hätten wollen, wäre eigentlich ein Häuschen gewesen, wo wir reinstehen könnten, wenn es luftet und wenn es regnet und wenn es schneit. Eine schräge Sache für die einen, ein totaler Flop, aber top für die anderen. Ich habe das Gefühl, wenn es im Rathaus wäre, dann würde es viel mehr Leute geben, die es anschauen. Dieser Meinung ist der Gemeindepräsident Daniel Gut auch. Nur braucht es im Rathaus eben kein Häuschen, hat er bei der Diskussion gesagt, die er vor der Einweihung mit Einwohnerinnen von den Alterswohnungen geführt hat, die wegen dem schlechten Wetter nicht können zur Einweihung kommen konnten. Ich finde, es ist ein Schandfleck. Es ist nichts Schönes, nur teuer. Klar aus haben die Frau ihre Meinung kundtun. Was hat der Thomas Schweizer im W&O schon lange geschrieben? Arcadia könnte zu Diskussionen führen. Er hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Bei der Einweihung ist dann aber auch klar geworden, was Beweggründe für Arcadia gewesen sind. Liebe Südmodulisten, mir gefällt das Werk. Ich bin Bürger von der Nachbargemeinde von Grabs. Unsere Familie ist aber schon vor, was weiss ich, sind jetzt bald 200 Jahre ausgewandert ins Prättigau und hat dort einen eigenen Stamm begründet. Und ich kann sagen, ich bin stolz, bin ich Bürger von da. Es ist natürlich eigenartig und eigensinnig, was da steht. Und ich denke, das ist die Bereicherung, das macht das aus. Und da dahinter sehen wir natürlich auch die Kraft des Architekturwettbewerbs. Ja, ich habe einfach gesagt, es sollte wenigstens Seitenwände haben, dass es ein bisschen geschützt ist, oder? Aber so, das, da kannst du neben gerade so gut stehen. Ja. Wir sind überall gleich nass. Es ist also wirklich. Und jetzt haben sie noch rote Lampen reingetan, damit ja auch noch, dass man überhaupt nichts mehr sieht. Am Abend ist es ganz dunkel. Das ist also ganz etwas Kurioses. Das Rotlicht, die Rotlampe vom Abend, ist immer wieder erwähnt worden. Alle Abend, wenn ich den Rollladen zu, dann sehe ich dort das Rotlicht und das bringt einmal falsch. Könnten wir noch falsche Gedanken bringen? Von Rotlichtmilieu ist geredet worden, auch von Nachbarn. Es war allerdings einmal rot gewesen, das aber ist repariert. Es ist jetzt nicht mehr rot. Wer war verantwortlich für den Standort und für den Wettbewerb, wo der Architekt gebaut hat? Wenn man sich jetzt vorstellen, ein paar Gemeindepräsidenten hätten sie versammelt, ein paar Kulturtäter wären mitgekommen und sie hätten dann beraten, wie man jetzt so etwas machen könnte. In der linken Hand der Katalog, was es so alles gibt an der Bushaltestelle. In der rechten Hand die Preisliste, was das alles hätte kostet. Und vorne auf dem Knie die Submissionsverordnung. Dann wäre das da, wo jetzt da steht, ja nicht realisiert worden. Da dahinter war der Wettbewerb, wo eben gut 40 Eingaben sind, ganz unterschiedlicher Art. Und dann hat nachher am Schluss die Jury gesagt, und alle haben das mitgetragen, die Politiker, die Täterinnen und Täter von Südkultur und dann auch die Jury, die Jurorinnen und Juroren, die da von überall hergekommen sind, das setzt ein Zeichen, dass das Projekt, das da ist, das Projekt Arcadia, das kann das mittragen, was Südkultur will, etwas in Bewegung setzen, etwas zur Debatte stellen, ein schönes Stückchen Baukultur im öffentlichen Raum zu installieren. Und da gehen die Meinungen auseinander. Man hat nicht Baukultur, nicht Kunst wollen, sondern eben so ein Hütchen zum Beispiel zum Drunterstehen. Eben, wir haben uns einfach ein Hütchen vorgestellt, wie es dort in der katholischen Kirche hat, wo man geschützt ist. Wenn es tiefer wäre, gäbe es mehr Schutz. Oder Grab für irgendetwas. Mit dunkler Sitz ist er so gestapelt, weil er so gerade ist. Wenn er ein bisschen gewölbt wäre und abgerundet, dann könnte man wenigstens noch recht sitzen, oder? Aber so, das ist, also, ist einfach eine Fehlkonstruktion durch und durch. Jetzt widerspreche ich halt denen, die es nicht so gefällt.
Kunst ist es eigentlich schon. Metallsachen habe ich gern, weil schon von Heimwegen. Mein Vater war Spengler und hat auch Metallsachen, Kunstsachen gemacht. Aber da ist schon eindeutig der Fehler passiert, dass man das nicht richtig ausgerechnet hat. Also der Künstler hat nicht so gut können rechnen. Lassen Sie mich mit einem Zitat anfangen. Wir Schriftsteller, Maler, Bildhauer, Architekten, passionierte Liebhaber der bislang intakten Schönheit von Paris, treten an, um mit all unserer Kraft, mit all unserer Empörung, im Namen des verkannten französischen Geschmacks, im Namen der bedrohten französischen Kunst und Geschichte, dagegen zu protestieren, dass mitten im Herzen unserer Hauptstadt der unnütze und monströse Eiffelturm errichtet wird. Zitat ist original aus der Le Temps von Paris vom 14. Februar 1887. Es zeigt die anfängliche Stimmung beim Bau des Eiffelturms. Düsterer Fabrikschornstein und Eisenrüebli, hat man dem Turm hier gesagt. So war ja auch um 1830, 1840 um die Stimmung bezüglich der Eisenbahn. Hat man auch wütende Proteste gehabt. Liegt es vielleicht also am Eisen, wo man unserem drum mit gemischten Gefühl versammelt? Nicht, dass ich unsere Haltestelle mit dem prägenden, imposanten Eiffelturm vergleichen will. Das dürfen Sie mich ja nicht missverstehen. Aber es gibt eben schon sehr deutliche Reaktionen, auch auf unsere neue Bushaltestelle. Von offener Ablehnung, und das höre ich ehrlich gesagt mehrheitlich, bis auch zu einem gewissen Verständnis, dass einmal etwas anderes mit einem künstlerischen Touch auch ganz interessant sei und im Bus Platz haben müsse. Soll ein Kunstobjekt als Bushaltestelle noch gut aussehen und attraktiv präsentieren? Und da sage ich jetzt, für meinen Geschmack tut sie das, ganz eindeutig. Oder soll ein Kunstobjekt Bushäuschen auch perfekt funktionell sein? Klammern, so wie es hier vorliegt, wie es jetzt hier steht, ist es noch nicht. Das sind Fragen, die sich stellen, die zu Diskussionen anregen. Ich komme gerade von so einer Diskussion mit den Bewohnerinnen von den Alterswohnungen da hinten. Sehr eine interessante Diskussion gewesen. Für mich hat sich jetzt mein Einsatz für Arcadia gelohnt, wenn Südkultur und Gemeinderäte Pfäfers und Buchs in ein paar Jahren für ihren Mut zu etwas Unkonventionellem, zu etwas Neuem beglückt wünscht würden. Dass auch der Herrgott zuschaut und seinen Segen gibt. Und darum höre ich jetzt auf mit einem Bettruf von der Alp Lase oberhalb von Valenz. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Bittnisch Gott, unser Herr Jesus Christ. Lieb er, hab Gott und alles, wo umer ist. Bittnisch Gott, der Gross, lieb Sankt Jodul. Er ist der Heilig von unserem Südmodul. Bittnisch Gott alle Bus, Fahrpläne und Zeiger, dass genug Gäste heiend und flotte Zuneiger. Bittnisch Gott alle, wo unterm Südmodul wartend, Maria, der Josef und der Herr Jesus Christ. Und auch alle Schwimmer, Lehrer und Kind vom Hallabad. Wo das Modul, will das Modul, ist der Zeiger, ist ihre Haltestelle. Jetzt sind wir ewig und überall. Bittnisch Gott, das walte Gott, das tut der lieb Gott.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Die Bank ist voller Schnee, da ist voller Schnee. Ich wohne da hinten, wenn wir hier vorbeifahren. Es ist kein Schutz, kein Gramm, kein nichts für die Leute, die dahinter wohnen. Dass die Gemeinde Buchs so viel Stutz ausgibt, die zwei Frauen konnten noch, wie viel das überhaupt das Ganze gekostet hat. Ich mag es am Werner gönnen, dass er Geld verdient hat daran. Aber es erfüllt den Zweck überhaupt nicht. Und dass man so etwas herstellt, finde ich eine Arroganz. Ich persönlich habe ja den Wettbewerb auch angeschaut dort und war auch skeptisch gewesen. Hatten aber ein Kontakt mit dem Architekten noch gehabt. Und wenn man ein bisschen mehr das mit dem befasst, wie das standen ist, ist das Urteil vielleicht ein bisschen anders. Bis so etwas umgesetzt wird, braucht es sehr viele oder einige sehr gute Handwerker. Und vor allem braucht es erstens eine Bauherrschaft wie Südkultur, die eine gute Mischung in meinen Augen findet zwischen harter Kritik und Skepsis und gleich sich auf einen offenen Prozess und auf ein bisschen Kompetenzvertrauen seitens der Planer, also auf die Balance sich ausleihen. Und das Richtige ist, wenn es da regnet, schräg herregnet, dass man nicht hocken oder dann nicht trocken bleibt. Aber man kann auch noch unten stehen. Also tragisch ist das nicht. Also ich finde das ein mutiger Schritt, den man hier zu Buchs gemacht hat. Und ich finde es persönlich gut. Und dann die zweite Frage, was hat eigentlich alles gekostet? Wenn ich jetzt noch gehört, es sind nur Glasbläser von Spanien dran, von einer Neonröhre und einer roten hierzu. Also mein lieber Schwan. Was hat das Ganze gekostet, Herr Gut? Für die Gemeinde Buchs ist es sogar günstiger gekommen als ein normales Bushäuschen ab Stangen. Es ist so, dass der ganze Wettbewerb, das ist ja im W&O innen gestanden, der ganze Wettbewerb mit Preisgeldern für die ersten drei Teams, wie das üblich ist, das ist also nichts Spezielles gewesen, hat Südkultur insgesamt 70'000 Franken gekostet, wovon dann aber noch der Teil, wo die Gemeinde Buchs jetzt für das Häuschen gezahlt hat, kann man noch abzählen. Es ist so, wie es da steht. Wenn noch weitere Gemeinden das kaufen würden, wäre das vergleichbar preislich wie ein Abstangenbushäuschen. Und ich meinte, da hat man sehr eine gute Lösung gefunden. Vor allem auch eine einfache. Sie ist kostengünstiger als die Lösung, die wir in der Stadt St. Gallen haben. Und von dem her muss man da natürlich auch sagen, hat man sicher ein sehr gutes Resultat. Und dann ist man zum gemütlichen Teil übergegangen. Die Diskussionen sind weitergegangen, die Meinungen sind geblieben. Es war aber ein friedlicher und sachlicher Austausch. Das ist Arcadia zu verdanken. Eine Bushaltestelle und wahrscheinlich die einzige weltweit, die mehr ist als einfach ein Unterstand. Eine, die einem je nach Wettersituation zwar im Regen stehen lässt, die aber auch, wenn man nicht darunter steht, für eine Auseinandersetzung sorgt, dass es manchmal selten genug ist. Das mindestens hat das Stückchen Eisen zu Buchs nachhaltig verankert. Mindestens so lange, wie es steht. Und versprochen ist es ja, dass man sich überdenkt, ob man da noch etwas nachbessern kann. Und das sicher hält die Diskussion weiter aufrecht. Arcadia, sei Dank. So viel von Buchs News im Februar. Die nächste Ausgabe vom Buchser Monatsmagazin sehen Sie dann ab Ende März bei TV Rheintal oder wie immer im Internet unter www.buchs-sg.ch.